Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein etwas schwierigeres Thema. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie man mit Kindern, vor allen Dingen mit kleinen Kindern, wie zum Beispiel im Alter von Vince mit 3 Jahren, über den Tod spricht. Ich habe mich vor ein paar Monaten angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir da den Vorfall hatten, dass mein Opa, also Vince Uropa, einen Herzinfarkt hatte. Und wir wussten halt nicht, ob er das überstehen würde. Und meine ersten Gedanken waren wirklich, wie erklärst du Vincent das? Ich hatte halt dann so Angst davor, dass er dann zum Beispiel gerade am Anfang oft zu meiner Oma geht oder auch zu meiner Mama geht und fragt, wo denn der Opa ist. Und das wollte ich halt natürlich auch vermeiden. Aber ich hatte echt überhaupt gar keinen Plan, wie ich mit ihm dieses Thema ansprechen sollte. Meinem Opa geht es jetzt gut, der war auf Kur, dem geht es wieder richtig, richtig gut. Trotzdem habe ich mich einfach mal mit dem Thema auseinandergesetzt, um auch vorbereitet zu sein, könnte man so sagen. Das Problem ist nämlich, dass es einfach kein greifbares Thema ist. Es ist nicht so, wie wenn Vince mich fragt, warum es regnet. Das kann ich ihm erklären. Aber warum jetzt ein Mensch gestorben ist und was mit ihm passiert, das ist was ganz, ganz anderes. Ich habe auch keine Glaubensgrundlage, auf der ich ihm das erklären kann. Also ich bin nicht gläubig, also ich bin nicht Christ oder ich bin kein Jude. Ich habe mir so ein bisschen aus mehreren Religionen so meins zusammengepickt, wie ich das für richtig halte, was ich schön finde. Aber ich bin nicht gläubig und könnte ihm das nicht anhand meines Glaubens zum Beispiel erklären. Und ja, es gibt einfach keine klaren Antworten, weil es halt kein Bewiesen, nichts Bewiesenes gibt, was nach dem Tod mit einem zum Beispiel passiert. Und es ist für einen natürlich auch selber schwer, darüber zu sprechen. Gerade wenn der Tod eines geliebten Menschen bevorsteht oder wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, ist es natürlich selber für einen auch schwer, darüber zu sprechen. Und was ich halt immer mache, wenn ich nicht weiter weiß, ich frage Bücher. Und deswegen habe ich hier 4 Bücher, anhand denen ich das so für mich ein bisschen abgeklärt habe, wie ich ihm das beibringen möchte, aber auch um sie als Grundlage zu nehmen, um mit Vince darüber zu sprechen. Es sind 4 komplett unterschiedliche Bücher. Ihr müsst dann auch so ein bisschen schauen. Nicht jedes Buch ist für jeden zum Beispiel geeignet, auch nicht für jedes Kind geeignet. Ich würde die einzelnen Bücher nochmal genauer, detaillierter auf meinem Buchkanal vorstellen. Den Buchkanal verlinke ich euch am Ende des Videos oben in den Infokarten. Dort habt ihr jetzt zeitgleich das Video zu den Büchern. Ich zeige es euch jetzt nur mal kurz und verlinke sie euch auch unten in der Infobox. Da haben wir zum Beispiel zum einen Opas Reise zu den Sternen, ein Kinderbuch zu Tod und Trauer aus dem Gütersloher Verlagshaus. Dann habe ich das finde ich ist ein bisschen was für ältere Kinder schon. Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod. Das ist auch ein bisschen lustig gemacht. Das hier hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Das ist Abschied von Opa Elefant. Das ist auch eins, was ich wählen würde bei uns zu Hause, wenn es soweit wäre. Das ist aus dem Ellermann Verlag. Ist ja auch immer die Frage wirklich, wie alt die Kinder einfach sind in dem Moment. Das ist jetzt alles eher für kleinere Kinder. Irgendwann haben sie ja dann auch ein Alter erreicht, wo man ein bisschen anders darüber mit ihnen sprechen kann. Und dann habe ich noch Ein Himmel für Oma. Ein Bilderbuch über das Sterben und den Tod aus dem Koppenrad Verlag. Das hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, die einzelnen Bücher würde ich euch detaillierter auf dem Buchkanal vorstellen. Wen das interessiert, der kann einfach dort dann hinklicken. Ja, wenn man mit Kindern über den Tod spricht, hat man ja, ich sag mal, 2 verschiedene Ansätze. Man kann schon mit Kindern über den Tod sprechen, wenn er bevorsteht. Also wenn jetzt zum Beispiel der Opa erkrankt ist und man weiß, der Tod steht bevor. Das finde ich die bessere Variante, wenn man das Kind schon langsam darauf vorbereiten kann, wenn es dann nicht einfach so ist, dass der Opa nicht mehr da ist und man jetzt einen Weg finden muss. Darüber sprechen ist unausweichlich und ist einfach der beste Weg. Viel in einfacher Form mit dem Kind darüber zu sprechen, auch immer wieder darüber zu sprechen, wenn das Kind davon anfängt, nicht genervt zu sein. Das ist für Kinder, glaube ich, das Wichtigste, dass man ihnen ein offenes Ohr schenkt, dass man über dieses Thema spricht, dass man über den Verstorbenen spricht, also über ihn als Person, wie er war, um auch die Erinnerung zu wahren, aber auch darüber spricht, was mit ihm da jetzt passiert ist. Also so in Erinnerungen wahren ist, glaube ich, auch eine gute Trauerverarbeitung für einen selbst, aber auch für die Kinder, einfach über denjenigen sprechen, was man gerne mit ihm gemacht hat, was man mit ihm verbunden hat, Fotos anschauen. Eine schöne Idee, die auch in einem Buch vorgestellt wurde, war zum Beispiel ein Erinnerungsbuch mit den Kindern zu erstellen, also Fotos des Verstorbenen einzukleben, Geschichten niederzuschreiben, die man mit ihm erlebt hat. Die Kinder können auch Bilder da reinmalen,
für den Verstorbenen einfach auch, so leben die Verstorbenen in den Herzen weiter. Und ich glaube, das erleichtert es Kindern ungemein und das sollte man auch für sich als Erwachsenen mitnehmen, um für sich die Trauerarbeit zu erleichtern. Ich glaube im Allgemeinen, dass es einem als Erwachsenen auch leichter fällt, wenn man Kinder hat, die mittrauern, weil das eine ganz andere Verarbeitung ist und man das als Erwachsener eigentlich genau so machen sollte und es oft nicht tut. Kinder trauern aber anders als Erwachsenen, weil sie haben oft auch nicht die Worte, um zu erklären, was sie fühlen. Das merke ich ja jetzt im Alltag oft auch mit Vince, dass er manchmal einfach nicht erklären kann, was in ihm gerade vorgeht. Und ich glaube, wenn jemand stirbt, ist das noch schlimmer. Und dann reagieren sie in einigen Situationen vielleicht auch ganz anders als man selbst oder als man selbst es erwartet hätte. Und da muss man einfach einfühlsam sein, darauf eingehen und versuchen, die Kinder zu verstehen. Was ich als ganz, ganz wichtig empfinde, ist, Geborgenheit den Kindern in dem Moment zu geben, Sicherheit auch zu vermitteln, auch mit Nähe natürlich, ehrlich sein, es auch wirklich so aussprechen, wie es ist und den Kindern und sich selbst erlauben, traurig sein zu dürfen. In einem Buch wurden noch weitere schöne Sachen vorgestellt, wie man so eine Trauerverarbeitung machen kann. Neben diesem Erinnerungsbuch finde ich es zum Beispiel auch ganz schön, Briefe in den Himmel zu schicken oder auch Bilder an den Verstorbenen, finde ich eine richtig schöne Sache und auch Grabbeigaben, also dass das Kind nochmal ein Bild für den Opa, nehmen wir ihn jetzt mal als Beispiel, malt und es dann mit ins Grab gelegt werden kann zum Beispiel. Das finde ich auch schön. Es gibt aber auch, wenn man das ein bisschen professioneller halten will, richtig Trauerzentren auch für Kinder. Und die Hospizbewegung bietet auch Hilfe für trauernde Kinder an. Also das kann man dann sicherlich wunderbar im Internet recherchieren. Wenn es jetzt zum Beispiel nicht nur der Opa war, sondern vielleicht der Vater war, die Mutter war. Ganz, ganz schlimm stelle ich es mir auch vor, wenn es ein Geschwisterkind war oder wenn zum Beispiel die Mutter schwanger war, das Kind das schon richtig miterlebt hat und dann gibt es eine Fehlgeburt, eine Totgeburt. Das sind dann, da ist es glaube ich schon ein bisschen schwieriger, als wenn jetzt zum Beispiel der Großvater, der Urgroßvater stirbt. Und ich glaube, dann ist so eine professionelle Betreuung auch echt nichts Verwerfliches und sollte man dann doch schon in Anspruch nehmen. Das Ding ist ja auch, dass es verschiedene Ansichten darüber gibt, was nach dem Tod geschieht. Und da sollte man sich im Vorfeld erstmal klar sein, was glaubt man denn selbst, was nach dem Tod geschieht? Und das vermittelt man dann seinen Kindern und nicht verschiedene Ansichten. Also es könnte das und das und das und das. Das ist erstmal verwirrend für ein Kind. Wenn man möchte, kann man natürlich Himmel und Hölle vermitteln. Das wären ja zwei Möglichkeiten, aber ich würde es auf zwei Möglichkeiten beschränken. Ich finde zum Beispiel die Vorstellung sehr, sehr schön und das ist auch meine Meinung, was nach dem Tod passiert, dass die Seele weiterlebt, dass die Seele erstmal eine Wanderung beginnt und dass sie irgendwann wiedergeboren wird in einen Körper, in dem sie von Neuem erblühen kann, Neues erleben kann, also dass die Seele nicht stirbt, dass die Seele immer wiedergeboren wird und ein neues Leben beginnt. Dass das nicht auch unbedingt in ihrer Reihenform passieren muss, also dass eine Seele, die in einem Mensch gewohnt hat, auch nicht unbedingt wieder in einem Menschen wiedergeboren werden muss. Aber das ist schon so mein Hauptgedanke. Also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man als Stein wiedergeboren wird, zum Beispiel. Das ist so meins, also dass die Seele weiterlebt. Schön finde ich auch, wenn zum Beispiel den Kindern erklärt wird, dass der Mensch jetzt bei den Sternen ist, dass er ein Stern geworden ist, weil dann haben sie immer auch so eine Verbindung dazu. Es ist etwas Reales für Kinder, das können sie sehen. Es ist für sie zum Beispiel schwieriger, sich vorzustellen, derjenige ist jetzt ein Engel und wohnt auf den Wolken, obwohl das wahrscheinlich auch was Schönes ist. Ihr könnt aber natürlich auch ganz, ganz ehrlich sein und sagen, ihr wisst nicht, was nach dem Tod geschieht, ihr wisst nur, dass derjenige in einem Sarg begraben wird, dass sein Körper irgendwann zu Staub zerfällt, mit der Erde eins wird. Das könnt ihr auch erzählen. Das ist eure Entscheidung. Das müsst ihr selbst für euch klären, was ihr glaubt und was ihr euren Kindern vermitteln wollt. Ich würde aber keine Märchen erzählen. Schon etwas auch, an was ihr, hinter was ihr auch steht. Es nicht verschönern für die Kinder, es aber natürlich auch nicht schlimmer machen, aber ehrlich sein ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Wir haben es selbst in unserer Familie noch nicht erlebt. Ich musste es meinen Kindern noch nicht erzählen. Und meinen ersten Tod musste, da war ich schon in der Schule. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich war so 10 oder so, da ist meine Uroma gestorben. Und da war ich in einem Alter, da habe ich das schon verstanden. Also ich habe verstanden, was es bedeutet, dass sie jetzt gestorben ist. Sie war auch relativ lang krank einfach, konnten uns darauf vorbereiten. Aber eine Trauerbewältigung habe ich damals nicht gemacht.
wurde ich auch nicht angeleitet zu und das ist mir im Nachhinein ein paar Jahren später irgendwie auf die Füße gefallen. Also ich habe, wenn jemand stirbt und also in einem Freundeskreis stirbt jemand, ein Familienangehöriger, und die wollen darüber sprechen. Ich kann das gar nicht. Ich kann mit dem Thema Tod ganz, ganz schlecht umgehen. Ich bin da nicht empathisch. Ich musste es auch erst für mich lernen. Und ich glaube, das war damals so dieser Knackpunkt, dass ich einfach diesen einen Tod, den ich jemals erlebt habe in meiner Familie, nicht verarbeitet habe, dass ich da keine Trauerbewältigung für mich gemacht habe. Auch wenn ich schon eine Jugendliche war, hätte ich das machen sollen. Und das habe ich einfach nicht. Und das fällt mir jetzt so im Nachhinein auf die Füße. Also über das Thema Tod kann ich sehr, sehr schlecht sprechen. Bin ich absolut nicht empathisch, obwohl ich ein empathischer Mensch bin. Wenn es um Tod geht, bin ich da echt eine Niete. Und deswegen war es für mich auch jetzt gerade sehr, sehr wichtig, dass ich da vorbereitet bin. Wenn es irgendwann mal soweit sein sollte, und ich finde, Bücher sind immer eine sehr, sehr gute Einleitung. Dieses Buch halt zu lesen, über das Buch zu sprechen und dann dieses Thema anzugehen, finde ich immer sehr, sehr schön, egal um was es geht. Und bei so einem schwierigen Thema mit kleinen Kindern finde ich das richtig, richtig gut. Deswegen empfehle ich euch jetzt noch, entweder euch unten in der Infobox die Bücher mal anzusehen oder einfach auf meinen Buchkanal zu klicken und euch dort das Video anzusehen, wo ich euch jedes Buch nochmal einzeln vorstelle. Ich sage auch, für wen es zum Beispiel geeignet ist. Man muss auch für sich schauen, dass man das Buch selber gut findet, dass man selber was damit anfangen kann, dass man das, wie gesagt, rüberbringen kann. Ehrlichkeit ist, wie gesagt, das A und O, finde ich. In den Kommentaren würde mich jetzt natürlich interessieren, wenn es euch schon mal so ging, dass ihr euren Kindern beibringen musstet, dass jemand gestorben ist oder dass er bald sterben wird, wie ihr das gemacht habt, was ihr da vielleicht empfehlen könnt, das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich jetzt sehr auf eure ehrlichen Kommentare und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!